Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Bounty Hunter. Beim letzten Mal sind wir auf Malastia gelandet, zusammen mit Sam Wessel und jetzt geht es weiter. Guter Schuss. Eine Sekunde lang dachte ich, du würdest mich kalt stellen. Keine Sorge, Leben bist du wesentlich nützlicher. Na, vielen Dank. Willst du mir nicht langsam verraten, was oder wen du suchst? Sebolto hat eine unterirdische Deathstick-Fabrik und genau da muss ich rein. Die Wachen haben Bendix fast durch einen Geheimgang in den Thronsaal gebracht. Versuchen wir es dort. Wir schleichen uns auf dem gleichen Weg in den Palast zurück. Gib mir doch dein Präzisionsgewehr, dann kann ich mich revanchieren. Sei bitte vorsichtig. Vertrau mir. Sicher. Na, schlechter als ich kann es auch nicht schießen. Aber beim letzten Mal war ich natürlich extrem erfolgreich mit dem Präzisionsgewehr. Jeder Schuss ein Treffer. Ich habe kurz einen Anruf bekommen vom intergalaktischen Sniperverein, die mir den Orden verliehen haben für den besten Scharfschützen der gesamten Galaxis. Seit Aura Sing hat niemand mehr so gut getroffen wie ich. Wo ist denn hier der Palasteingang? Und wieso muss ich denn... Ich werde ja dauernd von... Ah, hier ist eine Leiter. Der hat ja dauernd von oben beschossen. Wo ist denn hier mein Heckenschütze? Jo, ey, warte doch mal ganz kurz, bis ich hochgeklettert bin. Lass den alten Mann doch mal hochklettern. So, jetzt geht's ab in den Duck-Palast. Tatsächlich zum King. Ist das überhaupt der König? Was ist denn das denn überhaupt? Warum heißt denn das Palast? Na gut, das heißt doch Jabbas Palast. Das ist irgend so ein Drogenboss, ne? Das kann doch kein König sein. Stell dich mal vor, das ist einfach der König und dann macht der einfach Deathsticks. Das ist einfach so, da kommt dann so als Äquivalent, kommt dann einfach Merkel an und sagt so, hey, die deutsche Wirtschaft, die läuft einfach nicht mehr so gut. Machen wir einfach mal so ein bisschen, ja komm, machen wir einfach mal ein bisschen Kokain. Wirkt auch komisch, ne? Ich glaube, das ist kein offizieller König. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dieses Wort Palast, das soll nicht darauf hinweisen, dass das irgendwie ein König ist, sondern einfach nur irgend so ein Gangsterboss. Hätte man sich vielleicht gleich denken können. Ich weiß gar nicht, wie ich da den Irrglauben habe nehmen können. So, das sieht so aus, als müssten wir hier... Ach, du grüne Neune, wo müssen wir denn hin? Ach, dahin. Hä, was? Wo? Wie, was? Ah, ja. Kommen wir da her? Nee, da kamen wir nicht her. Ach, Leute, ich bin... runterlassen, sonst kann ich dir nicht folgen. Ja, warte mal. Alles gut? Wuhu! So... Jetzt müsste ich ja eigentlich schon wieder bei YouTube angeben, die Thematik, ne, da muss man ja der kleine Hinblick hinter die Kulissen. Was, flieg auf die Klippe? Da komme ich nie hoch, schick mir doch den Aufzug runter. Ja, warte doch mal, ich habe hier gerade erst das Ding gemacht, ich muss hier vielleicht auch mal ein paar Gegner besiegen. Ist das hier der richtige Weg? Ist das der Weg? Das ist der Weg, okay. Man muss ja bei YouTube mittlerweile immer angeben, wie die Videos so sind, ne? Und jetzt muss ich tatsächlich da angeben, was so Monetarisierung angeht. Hat über Drogen geredet, über diese ganz, ganz gefährlichen, gemeinen Drogen. Ob das noch monetarisierbar ist, ich weiß es nicht. Aber angeben muss man das. Wie mache ich? Ah ja. Obwohl das natürlich alles nur aus Spaß war, ne? Das wisst ihr ja aber auch. Nein! Oh, ich dachte schon, ich übersteuere. Überfliege. So, bis jetzt ist das hier vom Schwierigkeitsgrad sehr viel angenehmer als es davor irgendwie, als der Part davor. Wo ist denn jetzt hier aber dieser komische Aufzug? Ja, ich weiß doch nur nicht, wo dieser Aufzug ist. Da ist er. Warte, da kommt der Aufzug, da kommt der Aufzug. Da ist er wirklich. Da ist er wirklich, okay. Jetzt nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Nach da hinten? Sieht so ein bisschen so aus. Oh, verdammt. Das war eine Landung, die ging auf die Bandscheiben. Oh, 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 der arme Django. Da muss er nachher wieder zum Chiropraktiker. Kann man hier rein? Da kann man nicht rein, okay. Ah, hier rein kann ich? Oh, mein Gott, das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen. Das sage ich auch immer, Aquadonkey. Ich brauche ein bisschen Leben, Leute. Ihr kennt das Spiel. Mhm, danke sehr. Ah, da ist auch Sam Wessel, siehst du mal. Soll noch ein bisschen mehr Leben? Noch? Ja, siehst du mal. Das ist doch... Da muss man sich hier einfach wieder nur beschweren. Und schon regnet es die Lebenspacks. Wäre heute wahrscheinlich auch wieder ganz anders, ne? Wieder mal so ein Ding von wegen, wie Spiele damals waren im Gegensatz zu heute. Damals noch mit richtig Leben, was man einsammeln muss. 2002. Ja. Da war das vielleicht noch gang und gäbe. Wobei man ja, jetzt kommt hier wieder die kleine Belehrung von wegen...
Wieso geht die Tür nicht auf? Jetzt kommt wieder die kleine Belehrung von wegen, wie sich das alles geändert hat. Ah, macht Sam Wessel die mir auf? Okay. Wie sich das alles geändert hat. Im Jahre 2001 kam ein Spiel um die Ecke namens Halo Combat Evolved. Und das hat tatsächlich dieses Autoregenerationsfeature eingeführt, was man heute überall hat. Da hat nämlich der olle Master Chief, der Protagonist von Halo, hatte da ja seine Schildheilung da quasi, ne? Der hatte ein Schild und echtes Leben quasi, ein richtiges Leben. Und dieses Schild hat er komplett so regenerated. Ich hab da wieder was dazugelernt und könnt sagen, wow, wusstet ihr eigentlich? Aber euren Kumpels. Ey, wo ist denn der? Hilf mir, ich hab kein Scharfschützengewehr. Wo ist denn Sam Wessel? Schieß sie ab. Ich werd die ganze Zeit irgendwo abgesniped. Ich hab nur keine Ahnung, wo. Ist immer nur am Meckern. Boah. Immer nur am Meckern, die Frauen. Nein, das war natürlich Spaß, bevor jetzt wieder einer das irgendwie ganz, ganz ernst auffasst oder so. Natürlich alles Individuen. Oh Mann, jetzt habe ich mich wieder in ganz, ganz schlimme... In ganz, ganz schlimme Gewässer gewagt. Okay. Was ist denn das? Ich dachte, du willst in Zeboldos Palast. Nicht ohne mich, vergiss das nicht. Triff's nicht, triff's nicht, triff's nicht. Haha. So, da sind wir auch schon mit der guten Sam Wessel. Dann macht sie mir auch wieder die Tür auf. Das war ein cooler Partner, muss ich sagen. Jetzt abgesehen davon, dass er nicht so sehr viel sniped und mir Unterstützungsfeuer gibt oder so. Trotzdem eine coole Partnerin, trotzdem ein cooler Charakter. Ist ein bisschen schade, wie es dann endet mit ihr, ne, in Episode 2. Da endet dann auch schon die Partnerschaft. Aber hier werden die eigentlich ganz cool dargestellt, ne, finde ich. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Kiste. Hätte man vielleicht auch so ein bisschen mehr noch draus machen können. Jetzt nicht im Spiel, sondern halt in den Filmen. Aber ich glaube fast... Da war sich das auch noch nicht so überlegt worden. Okay. Ach, zum Glück sind das hier alles nur so luschige Ducks. Die können halt alle nix. Okay, da wirft einer Granaten. Der kann doch was. Die aber auch aus ihren Häusern kommen. Sind das dann einfach irgendwelche Leute, die dann da wohnen und dann... Oh, 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 wow, hey. Was? Wo bin ich denn hier reingeraten? Okay, ich habe den Eindruck, hier kommen wieder unendlich viele. Ich sollte nach vorne preschen. Während Sam Wessel mir da oben Deckung gibt irgendwie. Ah, da haben wir schon Geschütztürme. Das Geschütz ist jetzt direkt neben mir quasi. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das erwischen soll. Er schießt auch ein Dauerfeuer auf mich. Komme ich da irgendwie drunter hinweg? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ja, okay, so hat's geklappt. Ich hasse Geschütze, ne? Die sind so unfassbar stark in diesem Spiel. Die sind so lächerlich stark. Habt ihr das eine Mal... Whoa, was war das denn? Habt ihr das eine Mal gesehen, wie die mich wegflexen, wenn die mich da treffen? Das ist unfassbar. So, das ist ein Scharfschütze. Ist immer ein bisschen schwierig mit der Kamera. Aber ich glaube fast, ich bin beim Palast angelangt, ha? Mach auf hier! Okay, das geht so nicht einfach. Vielleicht müssen wir da noch ein paar Leute umlegen. Damit die Sam Wessel wieder mitkommt. Vielleicht muss die erst mitkommen, ich weiß es nicht genau. Aber es könnte auch sein, dass wir da reinfliegen müssen. Ja. Okay, das Haupttor ist einfach verschlossen, aber hier oben kann man rein. So geht's natürlich auch, Leute. Wuhu, hallo. Und so rottete Jango Fett die komplette Zivilisation der Ducks aus. Naja, das sind ja alles irgendwelche bösen Ducks, ne? Das sind alles irgendwelche ganz, ganz gemeinen Hunde hier. Oh, was muss man denn hier genau machen? Das sieht mir nicht so aus, als müsste ich hier lang. Doch. Ja, ach mein Gott, die Sam Wessel ist so schrecklich manchmal. Ja, das geht nicht. Nachher, wenn Sam Wessel dann da ist, dann geht's auf einmal auf, ne? Genau, hier ist auch noch die Todesgrube in der Mitte. Wer kennt's nicht? Jeder guter Gangsterboss, der auf sich was hält, hat eine Todesgrube. Das wird vom Innenarchitekten immer gefordert. Wo ist Zeboldos Thronsaal? Im höchsten Gebäude, nicht zu verfehlen. Ich bring dich hin. Nein, ich gehe allein. Gib mir mein Präzisionsgewehr. Geh zum Schiff zurück und warte auf mich. Ich gehe erst, wenn ich meine Belohnung habe. Du tust, was ich dir sage. Das hättest du wohl gerne. Das ist ja super.
Den Spruch kannst du heute nicht mehr bringen. Der Django ist nicht so ganz PC, ne? Auch noch in diesem schroffen Ton, ey. Das ist ja einfach nur der Hammer. Du tust, was ich dir sage. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Oh nein. Ich erinnere mich, hier waren so viele Scharfschützen, glaube ich. Also, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, habe ich mich hier damals extrem angestellt. Oder es nein. So erst recht nicht. Ja, es ist die Stelle. Es ist die Stelle, die ich meine. Und jetzt muss ich hier snipen. Ich muss jetzt abliefern beim Snipen und das wird lange dauern, Leute. Trifft mich das so? Trifft mich das so? Das trifft mich so. Alter, ich werde von allen Seiten beschossen. Scheiße, das wird schwierig. Ah, was? Ey, hallo, wie soll ich das denn hinkriegen? Steh auf. Ja, genau. Die andere Taktik können wir auch noch versuchen. Wir können versuchen, einfach durchzurennen. Das wäre auch noch was, was wir machen könnten. Weil ich weiß, dass es super, super anstrengend ist, wenn man die hier alle ausschaltet. Neben. Wow, was war das denn jetzt schon wieder? Hinter mir ist die Brücke explodiert. Okay, die sprengen auch noch die Brücken hoch. Was ist das denn, ey? Die Brücken sind nicht sicher, muss man sich merken. Ich weiß, ihr seht's, was da alles an Gegnern ist, ne? Was da alles an Gegnern ist. Wir werden einfach durchrushen. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt hier mich... Oh, scheiße, Geschütztürme auch noch. Als wenn ich mich jetzt hier um die alle kümmere. Okay, da sehen wir doch schon wieder einen Bossfight. Überlass ihn mir. Das werden wir ja sehen, mein Freund. Guck mal, deine ganzen Handlanger, die sind ja schon panisch am... Der ist da hinten abgehauen, oder? Ist der da hinten... Wow, der hat Raketenwerfer Heinis in seinem Palast sitzen. Ich werde sterben. Werde ich sterben? Ich weiß es nicht genau. Brauche ich noch ein bisschen Leben. Oh, da liegt Leben. Da liegt Leben. Okay, ich werde nicht sterben. Warum hat denn der hier so... Der hat sich richtig einverbarrikadiert, ey. Mit umgeschmissenen Tischen und allem drum und dran. Aber der ist doch hier nach unten irgendwie bei seinem Thron abgehauen, ne? Was ist das denn für ein feiger Hund, Mann? Erst sagt er irgendwas von wegen, ja, ich werde mich um den kümmern, ich mach den platt. Und jetzt rennt er weg. Da ist er. Ah, der feige Sack. Ach so. Okay. Ja, haben wir aber geschafft. Sehr schön. Was für ein unerwarteter Gag. Ihr werdet euch noch wundern. Ist er jetzt tot? Tuba. Ist er jetzt einfach gestorben, der Typ? Die Tuba danach. Lass doch chill. Ist er jetzt... Ah, das macht Schaden. Oh, scheiße, ich erinnere mich. Ich muss an diese Stangen. Ich muss an diese Stangen. Ah, oder da rein, okay. Okay, immer zum nächsten. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Ich sehe die Luke nicht. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall an diese Stange. Halt dich doch fest, Django. Ich sehe nichts. Okay, wo müssen wir hin? Nach oben, glaube ich, einfach nur. Okay, da sind wir rausgekommen. Und da ist was. Da müssen wir hin, okay. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Leben, leider. Wir haben schon ganz schön viel verbraten, was echt nicht so schön ist. Vielleicht können wir hier hinten noch irgendwo Leben sammeln? Nee, nicht mal das. Oh, huch, jetzt kommen ja doch welche da raus. Leben? Ah, er hat ein bisschen was. Okay, rein hier. Wir müssen nach links, wir müssen nach links, wir müssen nach links. Oh. Oh, jetzt werde ich hier auch noch beschossen. Da war die Luke, ich habe sie gesehen. Aber erstmal beschießen wir hier die Leute, vielleicht müssen wir die auch öffnen noch. Ja, müssen wir auch. Okay, einfach weg hier. Einfach weg hier, einfach weg hier, einfach weg hier. Geradeaus rein. Ach Leute, was ist denn das hier? Das zieht ja ultra an vom Schwierigkeitsgrad schon wieder. Ach. Da hinten liegt aber nochmal Leben. Ich will da hin eigentlich.
Hier ist nämlich nochmal volles Leben, ne? Ja, geil. Okay, haben wir die Luke jetzt offen? Ja, okay. Aua, 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 aua. Aua, mein Gott. Oh, jetzt wieder auf dem Fließband. Wir bleiben einfach hier geduckt. Das müsste eigentlich alles funktionieren. Wir haben Schaden genommen. Ich nehme andauernd Schaden. Ey, nicht. Da rein sollen wir nicht. Meine Güte, was ist jetzt hier auf einmal los? Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe echt... Ich kämpfe hier die ganze Zeit um mein Leben, Leute. Ich kämpfe um mein Leben. Ich habe so wenig Leben nur noch. Ich bin die ganze Zeit kurz vorm Sterben. Kann man hier irgendwas umlegen? Okay. Nein, 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 jetzt nicht sterben. Da liegt nämlich komplett volles Leben. Okay. Wir haben wieder komplett volles Leben. Das ist super. Bei dem Spiel hier ist halt echt, die Flucht nach vorne ist so gut in diesem Spiel. Möglichst schnell irgendwo durchkommen ist, glaube ich, hier echt die halbe Miete. Es sieht halt wirklich so aus, als würde ich hier absichtlich durchrushen. Das ist nicht mal mein Ziel, aber es gibt hier so viele Spawns, die irgendwie unendlich oft kommen können. Und so viele Stellen, wo man sich einfach denkt, ja, lieber schnell an denen vorbei, als jetzt ultra viel Schaden zu kassieren. Okay, da hinten geht's weiter. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, Leute. Das ist manchmal echt, es ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Hat man auch gesehen, als ich da zum Thronsaal gelaufen bin. Das war ja auch die absolut richtige Entscheidung. Okay, hier gibt es auch nochmal Leben. Brauchen wir aber diesmal gar nicht. Können wir uns aber aufheben. Vielleicht kriegen wir ja gleich ultra viel Schaden irgendwo her. Hier gibt es Scharfschützenmunition. Ah, hier ist eine Luke. Erstmal durchs Abwasser stapfen. Sehr schön. Boah, jetzt ist von allen Richtungen beschossen. Wie gesagt, einfach durch. Einfach durch ist meistens die richtige Entscheidung. Die jetzt alle umzulegen und dann irgendwie auf sein Leben zu achten und so, das ist einfach nicht mehr machbar. Hier gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ah, jetzt dreht sich die Kamera. Okay, in die Öfen soll man ganz sicher nicht. Okay, ein bisschen entgegenlaufen. Weil wir hier sonst das Jetpack nicht nutzen können, Leute. Ah, das ist aber auch echt schwer vom Schwierigkeitsgrad mittlerweile, ey. Okay, da oben können wir kurz mal stehen bleiben, glaube ich, ja. Kurz mal stehen bleiben, kurz mal innehalten, kurz mal überlegen, wie wir hier weitermachen, was wir machen müssen. Oh nein! Okay. Und wieder ab in den Kontrollraum. So, wir sind doch eigentlich nur diesem Typen am Folgen. Wo ist denn der hingegangen? Wir haben den doch einfach nur verfolgt. Der ist jetzt... Eure Majestät, wo seid ihr? Okay. Jetzt sind wir in den Minen oder was? In den Death Stick Minen. Erntet man das? Baut man das so ab? Bandogora, Django, pass auf! Oh. Okay. Das erste Mal Bandogora anscheinend als Gegner. Da oben drin, okay. Jetzt sind wir so gut geflogen. Wir versuchen es jetzt. Jawohl. Wir versuchen jetzt hier einfach nur durchzukommen, das ist das Wichtige. Die schießen mich irgendwie mit so Giftpfeilen ab, die Bandogora-Leute. Boah, schaffe ich das ja? Okay. Okay, hier haben wir wieder eine kurze Strecke, wo wir uns verstecken können. Oh. Wir sehen ihn an, Kollege. Okay, er fällt einfach runter, okay. Also jetzt wird's wirklich hier echt anstrengend, Leute. Jetzt wird's wirklich anstrengend, hier überhaupt noch gut vorbeizukommen. Rein da, weg hier. Ah, ich muss bloß aus diesen Höhlen raus. Ich glaube, jetzt kommen nochmal Bandogora, oder? Ja, das sind sie nämlich. Sehen extrem komisch aus, ich weiß.
Aber so sehen die Bandugora tatsächlich aus. Das sind solche komischen Kultisten. Ganz, 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 ganz weird. Werden wir jetzt auch noch häufiger sehen. Das werden auch noch irgendwo so mit die Hauptgegner werden. Und tatsächlich halten die gar nicht so wenig aus. Und die kommen immer in Massen. Ihr seht's ja schon. Könnte sein, dass ich jetzt drauf gehe, weil ich... Ja, scheiße. Alles halb so wild, das machen wir schon noch. Ich muss aber sagen, das Effektive gegen die, und das wusste ich damals eine ganze Zeit lang nicht, ist Feuer. Das habe ich mir gemerkt. Ich weiß das. Ich weiß, dass der Flammenwerfer das Ding ist, um die wegzuhauen. Besonders, wenn die in so vielen großen Massen kommen. Aber jetzt war ich gerade ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation hier. Das war nämlich gar nicht so easy. Okay, die sind weg vom Fenster, aber wir sind fast tot. Hier haben wir so ein Terminal. Einfach mit Feuer anstecken, dann machen die gar nichts mehr. Dann sind die quasi instant besiegt, komplett. Okay, und wir haben hier den Aufzug, oder was? Fährt das auch hoch? Alter, das ist jetzt so gemein, weil das Schützen sind und diese normalen. Oh, es ist wieder fies, ey. Puh, das Spiel zieht richtig hart an, Mann. Das zieht so hart an und ich glaube, die Bandugora droppen auch leider nie Leben. Ich werde nochmal drauf gehen. Ich werde es nicht verhindern können, glaube ich. Die müssen noch einmal treffen, ja. Schade, Mann, das ist aber auch schwierig, Leute. Okay, da sind wir wieder an der Stelle. Wo sind sie denn? Na, ich bin auf die falsche Seite geflogen. So ein Mist aber auch. Oh, hier sind nochmal neue gespawnt irgendwie. Also unten war doch gerade noch einer, oder? Ja. Na, wie viel die aushalten. Stell dir mal vor, da kommen dann immer 20 Stück auf einen zu. Und das wird immer noch den Fall haben, Leute. Ich habe mich damals richtig aufgeregt, dass die so ultra viel aushalten. Das weiß ich noch. So, von hier aus können wir die locker easy abschießen. Das ist also gar kein Problem. Die sind auch ziemlich dämlich und laufen in den Abgrund. Okay. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder den Cut. Beim nächsten Mal gucken wir uns an, was jetzt hier bei diesem mysteriösen Schiff auf uns wartet. Vielen lieben Dank natürlich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und bis dann. Ciao, ciao.